Also ich gehe mal ganz vorsichtig da hoch. Ich weiß nicht, ob das so... Ist das nur er? Ich glaube ja. Ziel beobachten. Warten, bis das Ziel hoffentlich irgendwann stehen bleibt. Zielen und schießen. Irgendwie ja. Aha. Ja, versuch mich zu finden, kleiner Falmer. Ach, Teltrin. Du Idiot. Ich glaube echt, wir müssen den. So hilfreich der ist. Gut. Teltrin. Wir müssen ihn irgendwann zu Hause lassen. Das geht ja nicht, dass der hier mal losstürmt und alles kurz und klein metzelt, wenn ich mir Mühe gebe, dass wir schön unerkannt bleiben können. Das sah schön aus. Irgendwo ist noch jemand. Ah, na du. Das war nicht gut. Das war's, glaube ich. Alle Kandidaten weg? Ja, sieht so aus. Dann können wir mal durchgucken. Was sind die hier unten? Sind die Diener? Also, dass die Falmer die nicht fressen oder so? Gut, wobei. Musik, du kannst wieder aufhören. Ja, lass ich die noch schnell fertig trödeln. Hängemoos, yay! Nur weil die Falmer hier unten... Guck mal, was das für ein perfekter Schuss war. Weil die hier in der Höhle wohnen. Und so heißt es ja nicht, dass die gleich so Ureinwohner-Kannibalisten sein müssen. Also, dass sie alle Leute gleich fressen, muss ja nicht sein. Ach, das bist du. Mensch. Hm, Stahlpfeil von wem auch immer. Wo fliegt die denn hin? Teltrin ist schon wieder auf Reisen, wenn die wegfliegt. Teltrin ist wieder da. Ach, da kommt die auch wieder zurück. Ach, ich weiß nicht, was der Junge macht. Hallo? Ah. Haben wir jetzt schon alle durchgeguckt? Ich glaube ja. Die künstliche Sonne, die finde ich echt cool. Und ich frage mich, aus was die gemacht ist. Wahrscheinlich aus was, was es in unserer Welt nicht gibt, aber trotzdem. Würde das mich interessieren. Das ist einfach nur eine Mauer, da können wir nichts machen. Außer mal umgucken. Vielleicht sehe ich ja noch ein Glühkraut von hier, aber nein. Solche Adleraugen habe ich dann doch nicht. Was schade ist. Eigentlich wäre das schon cool, wenn man so richtige Adleraugen hätte, so mit richtigen super Blick sozusagen. Danke für den Pfeil. So, hier kamen noch welche raus. Wo kommen wir denn da hin? Halle der Kontemplation. Ah ja, das hört sich gut an. Ich kenne zwar nur Transplantation, aber ist ja fast das gleiche. Wir können ja mal reingucken. Vielleicht gibt es da drin ja Kuchen. Teltrin, bitte warte, bis ich den ersten angegriffen habe. Sind das noch für Leute hier? So, die ist gleich weg. Ach, der andere Typ ist auch tot. Ich dachte, da lebt noch, aber dann doch nicht. Aber einer ist noch da. Sehr schön, Teltrin. Oh, noch einer. Oh, fuck. Aber jetzt greifst du nicht an, Teltrin, alles klar. Ich verstehe dich manchmal einfach nicht. Da rennt er jeden Skeber hinterher, den er auf der Straße trifft, und dann, wenn er mal zuschlagen soll, glotzt er dämlich. Hat er nicht mal dahin geguckt, hat er in die andere Richtung geschaut, der feine Herr. Ist denn hier jetzt noch jemand, der sich mit uns anlegen möchte? Nein. Was für ein schöner Schuss. Ich bin manchmal richtig stolz auf meine Schüsse.
Schuppenschwamm. Ah, der hat er bestimmt draußen gepflückt. Warum die hier unten auch Geld mit haben? Ich weiß es nicht. Das ist mir... Beute auf uns. Ja, wartet, ist gut, das Tor. Sich das Ganze lohnt. Ja, Teltin, das Tor ging nicht auf. Ich sehe sonst noch. Ah, hier wird das Tor wahrscheinlich aufgehen. Hat jemand gehustet? Teltin, warst du das? Oh nein, ein Katschit-Bruder. Es tut mir leid. Oh. Was war das? Nichts. Was war das? Zweimal verfehlt, das gibt's ja nichts. Das ist Katschit-Bruder. Ding, dass ich den eigentlich nicht töten kann. Hallo. Wir sind echt gut im Schleichen. Oh. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Sterb einfach. Tut mir leid, Bruder, aber du hast dich einfach zu den Falschen begeben. Ruhe in Frieden. Ja, ich bin sehr rassentreu. Vor allem bei Katschits. Ich weiß nicht, ob ich das bei Orks machen würde. Wenn ich einen Ork spielen würde, glaube ich, wäre ich das nicht. Also so extrem rassentreu. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich ja hier quasi in einem Katzenrudel lebe und Katzen mag. Naja. Wenn man Hunde spielen könnte, warum gibt es eigentlich eine berechtigte Frage, warum gibt es Katschit als Katzen, aber keine Hunde? Wie auch immer die dann heißen würden, das weiß ich natürlich nicht. Aber warum eigentlich nicht? Also, ist doch... Ich glaube, Hunde fühlen sich dadurch sehr benachteiligt und diskriminiert. Hier unten ist gar nichts. Ah ja. Dann halt nicht. Hier unten war nur der Falmer. Halten die sich vielleicht... Also die Falmer halten sich die Menschen vielleicht als Essen oder so? Als Gefangene sozusagen? Oh. Bleib schön dort. Ach, Teltrin. Jetzt habe ich zweimal den getroffen. Was macht ihr denn da? Die Frage könnte ich auch dir stellen. Depp, du springst mir doch immer in die Pfeile rein. Ja, habe ich wahrscheinlich seine Lunge getroffen, deswegen hustet er jetzt. Kommst du mit? Ja. Fahren wir diesmal zusammen. Gibt's ja nicht. Heult rum, wenn er mir in den Pfeil springt. Glückraut. Oh, hallo. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Hilfe. Viele Dinge auf engem Raum. Viele Dinge fertig auf engem Raum. Ah, jetzt sind wir hier oben. Glückraut. Muss irgendwo. Ah, ja, sehr schön. Hilfe. Ich glaube, die hängen da gerade alle in der Tür fest, ne? Oder auch nicht. So, ich muss die aber noch durchsuchen. Ich mag das Geräusch von diesen kleinen Dingern hier nicht. Zumindest nicht auf dem Headset. Das ist so sehr eindringlich, sage ich mal. So, Teltrin, bitte. Vorsichtig! Geh mir halt einfach aus dem Weg. Ah ja, ich glaube, unser kleiner Drache ist gerade geplatzt. So, was haben wir jetzt hier? Ich meine, wir haben einen Stuhl. Können wir uns mal draufsetzen? Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet. Für die sich das Ganze lohnt. Mein Herr, haben Sie eine Audienz bei dem König?
Wie war das? Nein? Da muss ich Sie leider bitten zu gehen. Schade, ich habe gedacht, ich kann mich von vorne mit dem Stuhl und so direkt mal ins Bild machen, aber das geht natürlich nicht. Na gut, fertig gespielt, wir laufen mal weiter. Besser gesagt, nein, 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 ich dachte gerade, ich springe mal, aber nein, nein, wirklich nicht. Also wieder hoch und wieder durch. Da gab es ja, glaube ich, sowieso noch mehrere Ausgänge, die wir nehmen können. Also wieder runter zur Halle der Transplantation. Was ist denn Kontemplation? Das muss ich direkt mal nachschauen. Also nicht jetzt, sondern später. Ich hänge da fest. Ich werde dieses Wort nachgoogeln. Und dann werde ich dieses Wort wieder vergessen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn man weiß, was das bedeutet, wird einem vielleicht auch klar, warum hier diese Menschen mitwohnen. Vielleicht heißt Kontemplation, wie das Wort war. Warte, ich kann auch mal nachgucken. Kontemplation. Mhm. Vielleicht heißt das ja sowas wie aufopferungsvolle Pflege der Nahrung. Hm? Oder Speisekammer. Dann hieße das Halle der Speisekammer und deswegen waren da lauter Menschen drin, weil das die Speisekammer für die Falma ist. Naja, theoretisch kann ich das ja auch nur nebenbei mal schnell gucken. Jetzt im Ladebildschirm zum Beispiel. Oh, ist er vorbei, natürlich. Na gut, wir... Huch, nein, weg damit. Laufen erstmal weiter. Hier gibt's sonst gar nichts mehr. Nein, das war's tatsächlich. Wir können ja den Typen mal noch... Bisschen gruselig, dass er gerade jetzt anfängt zu summen. So. Legen wir ihn da rein. Dann können wir weitergehen. Raus aus der Halle der Kontemplation. So, ich google gerade schnell. Ah, konzentriertes Nachdenken und geistige Versenkung. Also war das die Halle der Konzentration sozusagen. Okay, aber warum sind dann die Menschen hier unten? Also die haben sich da drin konzentriert, aber schön. Versammlungshalle. Da finden wir auf jeden Fall noch, nehme ich an, ein paar Menschen. Wollen die vielleicht auch zu Palmern werden, diese Menschen? Ich sehe schon jemanden. Kommen die hier runter? Ja. Oh. Das war gar nichts. Der andere Typ kommt auch noch. Und der hat Augen. Hm. Wir sind mittlerweile recht gute Bogenschützen. Aua. Aua. Hm. Wir sind mittlerweile wirklich recht gute Bogenschützen. Das fällt mir jetzt in der Aufnahme richtig gut auf. Also richtig doll auf. Richtig gut. Naja, egal. Wir kriegen die meisten Feinde, würde ich mal sagen, mit ein, zwei Schüssen mittlerweile weg. Die sind nämlich andauernd diese dämlichen Ohren mit. Die können auch ihre Elfenohren behalten. Nein, deine Pilze kannst du behalten. Welche Beute auf uns wartet, wenn sich das Ganze lohnt. Oh. Tanz im Feuer? Na, hast du nicht so lange im Feuer getanzt. Oder vielleicht auch zu lang. Man weiß es nicht. So, dann gucken wir mal hier unten. Hier unten, aber hier gibt es anscheinend nichts. Oder vielleicht doch. Hier geht es wieder raus nach Schwarzweite.
gucke ich erstmal, was noch bei der anderen Türen ist. Schwarzweite. Wahrscheinlich geht es hier jetzt überall raus nach Schwarzweite. Das ist nur so ein Verteiler-Ding sozusagen. Wobei hier. Oh, war noch eine Tür, okay. Auch raus. Dann gehen wir hier erstmal raus. Ich weiß nicht, ob wir die anderen beiden Türen dann auch untersuchen müssen. Die waren ja auf gleicher Höhe ungefähr. Wir werden sie ja sehen. Warum spawnst du einfach vor mir? Das finde ich nicht lustig. Nicht lustig. Da hinten sehe ich noch so ein Dwemer-Ding. Da hinten. Na, wir gehen erstmal weiter. Pumpwerk. Ah ja. Hier wird gepumpt, nehme ich an. Und ich nehme an Wasser. Was anderes würde keinen Sinn machen. Da sehe ich einen Herrn. Da sehe ich eine Dame. So, er wundert sich jetzt natürlich. Ach, Teltrin. Ja, dreh dich schön in meinen Schusskreis wieder rein. Ach, Teltrin. So, pack mal weg. Dann komme ich. Nein. Diesmal bekomme ich meinen Pfeil nicht wieder. Ist das nur eine Tür? Das ist nein, ein Ausgang. Das ist nur ein Becken. Ich dachte, das ist ein Brunnen, wo man durchtauchen kann. Ich dachte nämlich mal, es gäbe einen Brunnen, wo man durchtauchen konnte. Um zu irgendeinem Special-Raum zu kommen. Aber das war anscheinend nicht hier. Woher soll man auch noch wissen, in welchem Spiel sowas Kleines mit einem Brunnen war? Katakomben der stillen Stadt. Ah, Katakomben sind ja nicht unbedingt mein Lieblingsaufenthaltsort. Aber gut. Wir werden natürlich trotzdem mutig voranschreiten. Ich habe dich gesehen. Kleiner Fallner. Der hat natürlich den Tod seines Freundes gehört. Konnte aber dagegen. Oh, Teltrin. Kämpf doch. Hab ich wieder getroffen. Spring mir halt nicht immer in die Pfeile rein. Ich glaube, wir müssen Teltrin leider bald verabschieden. Ich glaube einfach, als Bogenschütze und Schleicher ist es nicht unbedingt gut, einen Begleiter dabei zu haben. Also ist so mein Empfinden, weil die einen halt immer in die Schussbahn reinspringen und immer nicht schleichen. Und wir können uns ja auch dann, wenn immer mehr Feinde kommen sollten, Moment, können wir uns ja auch durchaus gut verteidigen. Ich meine, wir haben Drachenschreie und so, ist halt nur immer bei so großen Feinden. Sind die dann halt doch immer sehr gut und naja. Die sind halt schon eine Hilfe. Auch wenn er immer viel quatscht. Ist Teltrin doch ein netter Kerl. Sieht ganz glitschig aus. Der sah glitschig aus, weil er einen Zauber um sich hatte, hat ihn aber nichts genützt. Da unten lief, glaube ich, gerade noch jemand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weißkappe, halt den. Nee, ist Wasser. Sehr schön. Es macht mir richtig Spaß, die so heimlich wegzuschießen.
Aber ich frage mich, ob wir eigentlich hier sein sollen. Also, von unserem Quest-Ding her. Ich glaube nicht, gell? Das wäre dann also richtig, weil ich möchte ja vorher alles andere erkunden. Das Doof ist halt nur, wenn wir hier unten sind nach das Zeltring. Können wir oben kein Glühkraut suchen? Wo kommen wir hier hin? Ah.